Hallo meine Süßen und herzlich willkommen zu einem kleinen Do-it-yourself von mir. Und zwar zeige ich euch heute, wie ich diese Box hier gemacht habe. Also ich habe nicht die ganze Box gemacht, aber wie ich sie verziert habe. Und ja, das ist eigentlich, da habt ihr mich auf die Idee gebracht, weil ich euch ja bei meiner Plug Collection gesagt habe, dass ich irgendwie noch nichts Gescheites habe, wo ich das mit alles unterbringen kann und da total Angst habe, dass das alles durcheinander fällt. Und habe ich eine super geile Kiste gefunden. Und zwar hatte jemand irgendwie geschrieben, ja, versuch doch mal mit so einem Schrauben- oder Werkzeugverstau-Dingsbums. Und da habe ich halt bei Amazon geguckt und habe eine coole Kiste gefunden und ich bin euch voll dankbar für diesen Tipp. Und ja, jedenfalls seht ihr das. Also es ist eigentlich super cool, weil man halt mega viele kleine Fächer hat. Und davon habe ich halt 3 Etagen, wo so viele kleine Fächer drin sind. Und man kann die sogar einzeln rausnehmen und dann hat man halt ein größeres Fach. Und das kann man mit jedem Dings machen. Und das ist halt super, super, super praktisch. Ja, ich mache euch den Link zu dem Dingsbums, wenn ich es finde, in die Infobox. Also ich suche es für euch. Also es wird da sein. Und ja, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Video. So, ich habe jetzt alles ungefähr 2-mal mit der weißen Acrylfarbe eingestrichen und ja, nur die Wände, das ist jetzt nicht perfekt, also man sieht auf jeden Fall, wenn man durchguckt, dass das noch ziemlich stricherig ist, aber es muss auch nicht so mega perfekt sein, weil wir ja komplett überall mit der Servietten, da Serviettentechnik drüber machen und ja, jetzt muss das erstmal gut trocknen, also wirklich komplett austrocknen. Und wenn das komplett getrocknet ist, dann können wir weitermachen mit unseren Servietten. Ja, wenn wir dann fertig sind mit dem Serviettentechnik-Aufkleberei, also ihr könnt wirklich jede Serviette nehmen, die ihr wollt, wo euch das Muster oder Bild gefällt. Und ja, ihr müsst das erstmal gut trocknen lassen, damit halt danach die nächste Schicht, die wir jetzt auftragen, und zwar der Klarlack,
dann auch wirklich gut hält. Ja, und ich nehme einfach irgendeinen Klarlack. Also ihr könnt einfach eigentlich jeden Klarlack nehmen, den ihr wollt. Wenn ihr gar keinen Klarlack da habt und auch eure Eltern oder Großeltern nichts derartiges da habt, könnt ihr im äußersten Notfall, wenn ihr euch nicht extra welchen kaufen wollt, auch Haarspray nehmen. Aber ich würde wirklich Klarlack empfehlen, weil das um einiges besser ist, besser hält und man auch dann, wenn man das vernünftig mit Klarlack versiegelt hat, kann man auch mal drüber wischen, wenn irgendwas dreckig wird oder so. So ist es halt jetzt noch rau und wenn da jetzt ein Fleck irgendwie von der Flüssigkeit oder irgendwas drauf ist und man die wegwischen will, dann macht man sich wahrscheinlich sein ganzes schönes Kästchen kaputt und deshalb ist Klarlack wirklich ziemlich wichtig. Und ihr solltet das einfach ganz vorsichtig und ganz, ja, dünn von einer weiteren Entfernung so einmal komplett drüber sprühen. Beim Lackieren ist es außerdem noch wichtig, dass ihr unbedingt nicht in eurem Zimmer und auch nicht in der Wohnung damit rumsprüht, weil das wirklich sehr viel Nebel und Staub und eklige, ja, Chemikalien in die Luft wirbelt, eben von diesem Lack, die man nicht unbedingt einatmen möchte. Und deshalb geht ihr am besten irgendwo hin, wo der Duft dann nicht schlimm ist, wenn der eine Weile braucht, bis der weg ist. Am besten hier, also ich bin gerade in dem Werkzeugkeller von meinen Eltern, wo die halt auch rumbauen und so. Ihr könnt natürlich auch, wenn es jetzt nicht gerade eiskalt draußen ist, also kann man zwar auch, aber dann macht sich das vielleicht blöd, vor allem wenn es nass draußen ist, wenn es dann schneit oder so. Aber sonst könnt ihr natürlich auch nach draußen gehen und euch irgendwas unterlegen. Hier, ich habe eine Pappe untergelegt, weil ihr seht, ihr habt doch sonst irgendwo so einen Klarlackrand. Und das muss halt nicht sein, deswegen legt euch was unter, macht das alles ganz vorsichtig. Wenn ihr das nicht alleine schafft, dann fragt einfach jemanden, ob er euch helft. Und ja, das ist eigentlich auch schon alles. Ich hoffe, das Do-It-Yourself hat euch gefallen und ihr habt das soweit alles gut verstanden. Und ja, ich finde dieses Muster unglaublich schön. Ich mag die Farben und alles und das ist total toll. Und bin total glücklich darüber, dass ich das jetzt habe und werde auch gleich meine Piercings und meine Plugs und meine Tunnel und alles da einsortieren. Und ja, ich hoffe, euch hat das gefallen, wenn ihr das nachbastelt oder sowas ähnliches oder jetzt Bock habt auf Serviettentechnik oder so und da was macht mit, dann schickt mir gerne die Bilder bei Instagram und verlinkt mich drauf, also miss_serversorceress heiße ich da. Und ja, sonst sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann!